Hallo YouTuber und Konsolenfreunde, willkommen zum heutigen Unboxing-Video. Ja, es gibt einen Neuzugang in meiner Sammlung und den wollte ich euch nicht vorenthalten. Vor euch seht ihr die Deluxe Collector's Edition von Bravely Second Endlayer. Ist im Endeffekt das zweite Spiel zu Bravely Default. Ich sag ganz ehrlich, bin ich mehr oder weniger durch Zufall reingestolpert. Ich habe hier so einen Einzelhandel für Konsolenspiele meines Vertrauens. Die Leute kennen mich schon eine Weile. Und dann bin ich hin, um meine üblichen Zelda-Sachen so vorzubestellen. Und dann meinte da mein Verkäufer des Vertrauens zu mir, ja, wir haben hier noch die Möglichkeit, Bravely Second nochmal vorzubestellen. Willst du eins haben? Und dann hat er mir kurz erklärt, um was es geht, beziehungsweise das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe mir die Streams angeguckt, ich habe ein paar Videos vorneweg gesehen, aber ich war nicht so sicher, ob es wirklich was für mich ist. Hab dann aber gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance, vor, ja, eigentlich Großteil auch aufgrund der Beratung im Laden. Ja, kommen wir aber mal zum eigentlichen Unboxing. Also, von außen, das Ganze kommt noch in der Schutztüte und ist hier vorne eigentlich noch verklebt. Habe ich schon aufgemacht, einfach damit das Ganze schneller geht. Wo das Ding auf dem... da reiße ich euch fast vom Tisch. Entschuldigung. Wo das Teil auf den Ladentheke kam, beim Abholen, dachte ich schon so, wow. Weil es ist ein 3DS-Spiel, das bedeutet, ich habe so mit einer Packung so in etwa maximum halb so groß gerechnet. Als Vergleich, das ist meine Hand, Handschuhgröße 10. Ja. Da kam dann diese Box rauf und auf einmal erklärte sich auch der Preis. Der ist nämlich bei dem Ganzen hier echt nicht ohne. Kommen wir erstmal zur Packung selber. Ihr seht, die Schrift ist mit silbernen, glänzenden Buchstaben aufgedruckt. Der Rest ist matt, fühlt sich ja, recht beschichtet an. Also vom Gefühl her sehr, sehr stumpf, typische Mattbeschichtung würde ich das nennen. Auf der Rückseite haben wir eine Zusammenfassung von dem Inhalt. Und zwar das Spiel selbst, Soundtrack, Agnè als kleine Figur und ein Artbook. Und natürlich die üblichen Sicherheitshinweise oben und drauf, alles von Nintendo und der generelle Lieferumfang, was die Software so beinhaltet. Und wenn man dann reinguckt, dann grinst einen eben das an. Allerdings gibt es noch eine zweite Sache, die einen anguckt, die ich persönlich wunderschön finde. Das da ist der Deckel. Allein das schon aufzumachen und dieses Bild zu sehen, fand ich schon sehr cool. Also von der Aufmachung her ist das echt klasse. Schauen wir uns den Lieferumfang selbst an. Als allererstes die Agnè-Figur. Die ist nochmal eingepackt. Und ich muss euch enttäuschen, ich werde sie nicht weiter auspacken. Ja, ich weiß, ich habe da so ein Spleen, dass sowas immer eingepackt bleibt. So Sammlerfiguren und so ein Kram lasse ich immer in der Originalverpackung. Jetzt könnt ihr mich alle hassen dafür. Aber geht mir einfach drum. Es staubt meistens eh nur ein und das Ganze kommt geschlossen in meine Sammlung. Das heißt, ich habe ein Regal, wo die alle drinstehen und da kommt das mit dazu. Die Figur selbst ist recht hochwertig schon von dem, was man durch die Verpackung sieht und die Bemalung ist auch super. Also ich sehe keine Farbfehler, soweit außer dort ein bisschen an der Schnalle. Aber an sich macht es einen echt hochwertigen Eindruck. Und fühlt sich auch gar nicht so leicht an. Also die Figur in der Packung ist recht schwer. Versenken wir das Ganze wieder. Der eigentliche Teil, das Spiel. Zum Anfang fand ich es ein bisschen komisch, dass Nintendo immer die Originalspiele, so wie man sie eigentlich dann auch als Spiel direkt im Handel bekommt, reinpackt und nicht eine Sonderversion oder ein Sondercover oder sowas. Aber auf der anderen Seite hat es Vorteile. Sollte das Spiel wirklich kaputt gehen, könnt ihr dann noch eins nachordern und habt im Endeffekt immer noch die komplette Collector's Edition in funktionell. Dann haben wir den Soundtrack. Das ist im Endeffekt nur eine kleine Mini-Album-Auswahl. Also das handelt sich hier nicht um den kompletten Soundtrack, soweit ich da informiert bin. Artstyle ist wieder genial eigentlich von dem Ganzen. Es ist halt wirklich dieser typische Bravely Default und Bravely Second Artstyle. Aber das wirklich Interessante ist nach unten drunter. Denn der größte Unterschied zu anderen 3DS Collectors Versionen
ist die Dicke des Artbooks. Das Artbook ist Softcover. Wenn ich das jetzt irgendwo hier in der Ecke finde, wo ich das vernünftig aufkriege, zeige ich euch das natürlich sofort. Um euch da noch einen kleinen Einblick zu geben. Und da ist er. Es ist hier unten nochmal so ein kleiner Einschlag mit rum, der im Endeffekt Auskunft nochmal über das Artbook selbst gibt, also über 500 Bilder drin und so weiter. Das Artbook selbst ist richtig Fotodruck und obwohl es ein Softcover ist, hat es nochmal einen zusätzlichen Einschlag, was ich dann doch schon recht aufwendig finde. Und nur mal, um hier einfach mal für euch durchzublättern, teilweise habt ihr nur einzelne Bilder auf den Seiten, dann habt ihr aber auch wirklich Seiten, die mehrere Bilder haben, Detailfotos, hier nochmal im Endeffekt auch die Arnier-Figur als Figur dargestellt, beziehungsweise halt als Plastikfigur. Und dann Screenplay-Pictures und Skizzen zu dem Ganzen. Vom Umfang her genial. Mir kommt jetzt schon so dieser typische frische Druckergeruch entgegen. Ich lege es mal zur Seite. Das ist, also ich bin wirklich von dem Umfang her echt super, ja, kann man sagen, mehr oder weniger erstaunt, weil das, weil es halt wirklich so viel und so riesig ist. Für 3DS bin ich das nicht gewohnt. Ja, das war's dann eigentlich schon mit dem Unboxing. Kurz und knapp, ne, wie man so schön sagt. Haut mir mal unten in die Videokommentare, ob ihr Bravely Default oder Bravely Second schon spielt oder gespielt habt und was ihr so davon haltet und was ihr zum Beispiel von dem Lieferumfang dieser ganzen Collector's Edition haltet. Wärt ihr bereit, über 70 Euro, 80 Euro für eine 3DS Collector's Edition auszugeben, wenn sie diesen Lieferumfang habt, oder sagt ihr, hey, euch ist das eigentlich für den Preis noch zu wenig? Weil mich würde das mal interessieren, wie ihr das seht. Ich bin vom Preis erst recht schockiert gewesen. Es hat sich dann erklärt, wo ich das Ganze im Endeffekt ausgepackt habe oder auf den Tisch gelegt bekommen habe. Aber es ist trotzdem eine ziemliche Hausnummer. Also, wie seht ihr das? Haut es mir mal unten in die Videokommentare und ansonsten, ihr findet mich auch immer auf Instagram, Twitter oder Google+. Und ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Viel Spaß beim Zocken und Auspacken. Grüße, euer Simi.